Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, der Roboter ist schön hier am werkeln. Ich weiß jetzt gar nicht. Der hat hier auf Brockenabbau. Ja komm Ray, zeig dem R1B1 mal, wie das geht. Ah, da kommen dann hier tatsächlich die raus. Das ist natürlich nicht schlecht. Ah, ein Misserfolg. Das ist natürlich bitter. Schon wieder ein Misserfolg. Ja, okay, dann lassen wir es lieber bei den hier. Weil dann kriegen wir je nachdem noch Stahl und sowas daraus. Rette mal. Oh, der hat irgendwas. Gucken wir uns nachher mal genauer an. Der hat ein Pla-Stahl-Frame. Nicht schlecht. Wer kümmert sich jetzt um den? Also wer ist denn jetzt unser Arzt? Darth Plagueis ist schon auf dem Weg. Aber den könnten wir uns gerne behalten, ne? Also... Ein T3 ist das? Schon ein Piratenhändler? Okay. Wir sind auch schon da. Lord Jigulius war am Schlafen, aber das ist uns egal. So, was hat er denn? Ah, ein bisschen alt, ne? Ein bisschen zu alt. Hier steht's aber auch. Hier, 27. Ist in Ordnung. Nahkampf. Er hasst Menschheit. Ein Transhuman, das ist eigentlich eine gute Kombi. Ich glaube, das wird ein Berserker, oder? Unser erster Berserker ist ein bisschen teuer. Boah, scheiße, der ist echt ein bisschen teuer. Der ist ziemlich teuer. Aber dann haben wir schon mal unseren ersten Berserker. Jetzt haben wir natürlich keine Waffe für den, ne? Erstmal müssen wir gucken, wie der überhaupt heißt. Das ist nämlich jetzt... Boah, wen haben wir denn schon? Wen haben wir denn schon? Wen haben wir denn noch nicht? Ist jetzt einfach Obi-Wan wird unser Berserker, ja? So, fertig. Jetzt müssen wir dem natürlich auch eine sehr gute Nahkampfwaffe geben, die wir nicht haben. Und dann werden wir den jetzt auch schon mal hier alles. Der kriegt Berserker. Wir haben natürlich aber auch noch keine Dingens für den. Ach so. Wieso geht das nicht? Ey. Stimmt auch hier den R3 oder sowas. Das geht ja mal gar nicht. Vorratskapseln. Da liegt ein Toter. Ach so, das ist halt hier die Luzifer-Sucht. Ob man davon überhaupt wegkommt, ist halt eine andere Frage, ne? Wir brauchen jetzt für Obi-Wan noch eine Waffe. Haben wir eine Schmiede? Wir haben keine Schmiede, ne? Was sollte denn hier nochmal gelagert werden? Hier sollte irgendwas gelagert werden. Ich weiß nur nicht mehr was. Auf jeden Fall keine Waffen. Waren das die Repair Kits? Das waren bestimmt die Repair Kits.
Ja, es sind die, die groß geschrieben sind. Die sollen hier gelagert werden. Erstmal, Obi-Wan geht hin und beleidigt den, nur weil das ein Mensch ist. Okay, jetzt müssen wir erstmal einen Schwert herstellen. Das heißt, wir brauchen eine Schmiede. Wir haben aber noch keine Schmiede, weil wir die noch nicht geforscht haben. Wir haben aber eine Robotik-Werkbank. Ja, die passt hier jetzt leider nicht mehr so gut rein, ne? Wir stellen sie jetzt erstmal hier hinten hin. Schon wieder Kylo Ren. Was ist denn los mit dem? Toll, jetzt haben wir dem das Bein abgeschossen. Das ist echt hier wegen der Sucht, ne? Okay, den werden wir wir können einem alles entnehmen, ne? Jetzt habe ich gerade mal pausiert, weil der nicht ausrasten soll. Wir gucken mal, ob irgendeiner was gebrauchen kann. Dann werden wir den Kylo Ren ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen was entnehmen, ne? Na, der bräuchte einen Arm oder einen Mund, also einen Kiefer. Ja, dem können wir nicht mehr helfen. Okay, wir brauchen einen Kiefer. Operation. Entnimm. Wir können aber keinen Kiefer entnehmen. Komm, wir entnehmen. Ach du Scheiße, wir sind ja so brutal. Wir brauchen aber alle Ressourcen. Rechten Arm. Wir brauchen noch den linken Arm. Wo ist denn der linke Arm? Wo ist der linke Arm? Komm, wir können bestimmt eine Niere entfernen. Wir können bestimmt auch eine Lunge entfernen. So, und jetzt... Ah, komm. Falls er das überlebt, dann nehmen wir das Herz und dann ist er auch down. Mad Scientist. Jetzt geht's ab hier. Armer Kylo Ren. Er wird den anderen aber helfen. Oh. Er hat katastrophal versagt. Wie kannst du denn da katastrophal versagen? Du sollst doch nur ein Auge rausschneiden, hallo? So, hier muss Penicillin hergestellt werden. Ach so, guck mal, hier kann man... Ah, hier ist Kraftstoff. Hier wäre Neutramin. Wir machen jetzt aber erstmal hier Penicillin, ne? Wie viel Penicillin wollen wir haben? Ich glaube 100, ne? So. Anscheinend scheint das mit den Augen nicht so gut zu funktionieren. Jetzt ist Obi-Wan mal dran. Wieso ist denn Obi-Wan? Du hast doch gar keine... So ein Großhändler. Ein Handelsschiff. Es fehlt ein Funkfeuer. Hör auf zu pausieren, wenn ich irgendwas anklicke. Wo ist denn divers? Divers.
Ein Funkfeuer, war ja klar, dass das so was fehlt. Ja, wo knall ich's denn hin? In unser Lager am besten, ne? Na, jetzt müssen überall Funkfeuer hin. Ich glaube, es hackt. Hier passt er nicht drauf, aber wir könnten den so machen, dass der zumindest komplett drin ist. Haben wir noch irgendwo ein Lager, wo ein Funkfeuer hin muss? Ja, hier draußen hätten wir noch ein... Aber das ist ja nur provisorisch. Oh, wir haben tatsächlich ein Ohr. Das hat funktioniert. Keine Ahnung, wo der das Neutramin her hat. Was ist denn jetzt hier passiert? Okay, erstmal hier Repair Kit. Oh, wir haben die großen, oder sind das sind die anderen Repair Kits, ne? Also Operation. Installiere Powerlag. Welche Seite? Rechte Seite. Ja, Kylo Ren hat es nicht überlebt. Das habe ich eigentlich auch gerechnet. Ja, wir können halt nichts gegen die Sucht machen, ne? Jetzt hatten wir noch halt das Bestmögliche aus ihm rausgeholt. Zumindest versucht. So, den müssen wir natürlich noch anpassen. So, Lord Jugulias. Der Großhändler ist noch da, oder? Wir haben ja jetzt ein Funkfeuer. Kühe. Chemikalien können wir verkaufen, brauchen wir nicht. Insektenfleisch tun wir auch weg. Wir haben ziemlich viel Mais, ne? Wir haben ein bisschen Milch, schön. Wir tun mal diese 2000 einfach weg, oder? Schwupp, wir wollen nämlich Geld. Wir haben nämlich ziemlich viel Geld dabei. Neutramin kaufen wir einfach mal alles. Wir haben 13 Bauteile, würden wir gern aber auch mehr haben. Schwangerschaftstest. Komm, das tun wir mal weg. Kaffeebohnen, Teeblätter und sowas tun wir auch mal alles weg. Kaffee ist ziemlich viel wert, ne? Tun wir mal weg. Machen wir neue. Die Gemüsepfanne ist auch ziemlich viel wert. Das rote Holz nicht so. Repair-Kits behalten wir natürlich auch. Ein Medikit. Ein Warlight Green. Also gibt's sie doch. Den kaufen wir jetzt aber nicht. Tun wir das billige Holz ein bisschen weg. Ja, sollen wir Granitblöcke kaufen? Oder eigentlich wollte ich was anderes kaufen. Und zwar Stahl. Dafür geht mein ganzer Mais drauf.
So. Ach, da kommen direkt hier die nächsten, ey. Was ist denn hier los? Da ist der Händler. So, das heißt, wir machen erstmal Handeln. Das sind die Elefanten. Ah, hier, den können wir das Ohr geben. Ne, das Leck brauchen wir selber. Gut. So, das heißt, wir machen den wieder in Mais. Wir haben ja jetzt ein bisschen was abgegeben. So, jetzt liegt Meister Dinom da auf dem Toten. Ich glaube, es hakt. Ja, wieso machen das hier keiner? Da liegt es. Ernte Teilwurzeln. Wie wär's denn mit... Braucht Fähigkeit 8. Ah, super. Dann kannst du erstmal weitermachen. So, wir müssen noch Obi-Wan ein bisschen vorbereiten. Er macht keine Tierschläge. Der wird auch nicht jagen, weil der wird ja eine Nahkampfwaffe bekommen. Der wird auch nicht bauen. Gut, Feldarbeit macht hier jeder, ne? Aber ich glaube, er wird unser Schneider, oder? Ne, wir brauchen einen Schmied. Der macht den Schmied. Okay, machen wir es so. Er macht den Schmied und dann kann er als letztes noch den Handwerker machen. So, jetzt wollte ich hier aber zwei von den Dingern bauen. Wer hat Malaria bekommen? Darf Plieges, das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir unbedingt drauf achten. Dann nehmen wir auch die normale Medizin wieder rein. So, jetzt brauchen wir noch Produktion. Schmiede. Was forschen wir eigentlich? Ja, den Tragebot. Ja, sonst gehen wir mal schnell vorher auf die Schmiede und dann auf die langen Klingen. So, das wird erstmal rausgelöscht, denn hier kommen jetzt die, Achso, es müsste unter Drogen sein. Hier kommt das Penicillin drauf. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Hier kommt kein Penicillin hin. Hier machen wir jetzt mal das Strukturgel drauf. So. Gut, der stellt halt jetzt die ganze Zeit her. Ja, wir nutzen so eine letzte Medizin, da müsste es eigentlich wieder gehen. Ach so, wir müssen jetzt ja Penicillin. Wir haben ja jetzt Penicillin. Wo war das nochmal? Beschränkung bei Zuweisung. Drogenrichtlinien, genau. Soziale Drogen. Es haben alle soziale Drogen. So, wie war das mit Penicillin? Ach du Scheiße.
Hier Penicillin. Um sich vorzubeugen, sich verschiedene Krankheiten zu schützen. Schützt vor Malaria, Schlafmangel und Seuchen. Eine Pille alle 5 Tage und Krankheiten sind keine Plage. Also alle 5 Tage gibt es Penicillin. Ambrosia kann doch zur Entspannung führen, oder? Hat aber eine Suchtgefahr von 1%. Ja gut, ich glaube, Bier hat sogar mehr Prozent, ne? Auch 1%. Rauchblatt hat 2%. Dann machen wir Ambrosia auch noch. Suchtgefahr 0,5. So, Penicillin. Alle 5 Tage eine Pille. Alle. Was bringen denn die Dinger eigentlich? Also die hier hinten, das könnte ja dann Medizin sein oder sowas. Ich weiß es natürlich noch nicht. Aber jetzt haben wir erstmal das Penicillin. Wobei, Meister Dino braucht kein Penicillin, ne? Also ich glaube, Androiden brauchen sowas nicht. Und hier sind jetzt sogar die falschen Repair-Kits drauf. Machen wir doch nochmal die kleinen. Dass da zumindest beide hinkommen. Der hat wieder nichts zu bauen, oder was? Der A1B1. Gehen wir auf die Kommentare ein. Gibt es auch grünen Stoff oder Leder? Ich will was Grünes zum Anziehen. Ja, wir haben aber keinen. Doch, wir haben tatsächlich Echsenleder, aber das ist nicht genug. Dann müssen wir erstmal ein paar Echsen finden. Boah, das ist eine Riesenschlange, du. Ob die Echsenleder gibt? Die Titanbohr. Echsenleder, tatsächlich. Die hält bestimmt viel aus. Die Frage ist, können wir die überhaupt tragen, ne? Ja, die geben bestimmt auch Echsenleder, ne? Aber die können wir nicht tragen, das weiß ich. Und er wiegt viel weniger als die Titanbohr. Wer blutet denn hier zugrunde? Naja, sollen sie hier mal arbeiten. Ja, schlecht geträumt. Kannst du mal ausprobieren, kannst du mal farbige Wandlampen in den Flur? Ja, ich wusste ja nicht, dass es geht. Ich habe eigentlich gedacht, das funktioniert nicht. Aber der Händler hatte tatsächlich eine farbige Wandlampe. Wir können aber hier nicht die Farbe ändern. Vielleicht muss ich, das ist jetzt Sonnenlicht. Hier kann ich auch noch nicht die farbige Lampe. Also muss ich das, hier ist noch ein Flutlicht. Muss ich das wahrscheinlich erforschen.
Muss ich wahrscheinlich erforschen. 80er Sci-Fi aus. Hm. Eine Lichtlinie, auf jedes Kästchen eine Lichtlinie, aber das wäre vielleicht ein bisschen OP. Aber was man machen könnte ist, dass irgendwie jedes zweite eins bekommt. Scheiße. So einfach ist das nicht. Naja, ich weiß nicht, woher der das Neutramin herbekommt. Was ist denn hier los? Lag? Och nö, bitte nicht. Na gut, hier sind nicht so schlimm. Die werden direkt angegriffen. Obi-Wan? Du hast noch keine Waffe. Sehr gut. Na, das hätte auch Obi-Wan gekonnt. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Heilwurzeln. Da machen wir... Upsala. Oh ne, jetzt habe ich es weggemacht, ne? Oh, scheiße. Also, Zone. Anbauzone. Ein Textilhändler. Wieso pausiere ich? So, der macht jetzt erst nochmal Kaffee. Der macht Tee. Ja, der macht nochmal jetzt hier Baumwolle. Ein Handelsschiff. Oh, wieso hat denn der jetzt hier Superpreise? Die Nanofasern? Wir können auch Nanofasern kaufen. Wir können auch ein bisschen Flickleder. Wir wollen ja was Grünes zum Anziehen. Wobei, eigentlich kann er gar nichts Grünes zum Anziehen bekommen. Weil der ist ja Soldat. Meister Dinum ist Soldat. Die hätte ich gern. Aber die ist zu teuer. So, und zwar für Obi-Wan. Der ist ja Berserker. Wer ist eigentlich für die Forschung zuständig? Ne? Warum geht's da nicht voran? Feldarbeit hat Vorrang. Und Kochen. Tatsianisch. Okay, Feldarbeit ja, aber Kochen nicht. Da haben wir genug andere. Haben wir nicht noch einen, der forschen kann irgendwie? Scheiße. Das war bestimmt Kylo Ren. Wir müssen erst unsere Verteidigung wieder aufbauen. Wir haben ein paar Heilwurzeln.
Wie geht's eigentlich da, Fliegis? Der hat doch hier genau Malaria, ne? Gut, die Immunisierung schreitet voran. Und schon wieder ein Ambrosia-Hain. Upsala, jetzt habe ich ihn weggemacht. Hier liegt Kacke rum. Naja, gut. Ich weiß immer noch nicht, wo man Organic Pulp herbekommt. Aber ist ja auch egal. Vielleicht sollten wir hier auch Neutramin reinmachen. Die Frage ist, wo ist Neutramin? Zack. Dann müssen die nicht so weit laufen. So, Meister Dinom ist ja hart beschäftigt. Funktioniert also. Ach so, wir wollten, haben wir jetzt ja erstmal hier auch noch. So, was kann man denn hier herstellen? Robotic Components. Na gut, da muss ich gleich erstmal gucken, wofür wir das brauchen. Aber wir hatten ja noch was anderes, wo wir noch nichts hergestellt haben, ne? Erstmal das, aber noch irgendwo was. Was waren das? Ach hier, ah ne, Drogen haben wir jetzt gemacht. Kommt natürlich später noch Medizin her. Was haben wir denn eigentlich noch für Kommentare? Tiergebiet ist schon ganz kahl gefuttert. Das Tiergebiet, das ist doch hier das Riesenteil, das noch nicht kahl gefuttert. Die Tiere werden mir wieder die Haare vom Kopf fressen. Ja, das kann durchaus passieren, aber so viele haben wir gar nicht. Wir müssen ja erstmal wieder unsere Zucht aufbauen, also haben wir noch ein großes Gebiet. Oh nee, oh nee. Hallo? Oh nee. Immer wenn der am Schlafen ist. Insektengel, sehr viel wert. Die haben auch ziemlich viel Zeug, ne? Also nicht schlecht. Was hat denn so ein Mad Scientist? Anscheinend nichts. Nur sowas. Was ist das? Auf jeden Fall teuer. Am besten kann man da hier verkaufen, ne? Ich will aber nicht verkaufen. Ich will, wenn irgendwas kaufen, egal, dann kaufen wir den Insektengel. Hier liegt ja noch ein bisschen mehr rum. Ah, Meister Dino, ey, der flutscht hier durch. Guck dir das an, ey, das ist ja hier ein Traum. Schwuppdiwupp. Ja, keine Chance zum Ausbreiten hier. Die Seuche. So, das muss natürlich alles wieder
gepflanzt werden. So ein Scheiß. Aber anscheinend scheint das hier echt mit den Lampen zu funktionieren. Wir machen das jetzt mal an den äußeren Ecken überall. Und dann hier bei diesem Viererblock. Und bei dem hier. Aber nicht nach innen. Wird ja relativ schnell gebaut, ne? Hier machen wir nicht nach innen, da lassen wir das so. Der muss noch gebaut werden. Den machen wir noch nach unten. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn die alle jetzt hier in Betrieb sind, also Strom. Ja gut, das hier ist natürlich auch, dass man das sieht, ne? Das ist ein bisschen lame. Okay, das heißt, hier braucht auch noch ein bisschen Licht. Hier geht's eigentlich. Gut, dann werden wir das jetzt nochmal... Zum Glück ist gerade dunkel, ne? So. Machen wir das hier jetzt auch nochmal. Wobei, den lassen wir mal weg. Wir machen jetzt erstmal nur diese Seite hier. Jetzt könnten wir hier die ganzen Fackeln eigentlich gegen diese Dinger tauschen. Haben wir zumindest nicht so einen hohen Holzverbrauch. Ein Wildschwein wurde zahm. So viel ich weiß, können die nicht mehr als Trägertiere genutzt werden. Jetzt ist es da oben trotzdem dunkel. Ja gut, dann bauen wir es hier auch nochmal hin. Jetzt müssen wir hier aber auch Strom widerlegen. Naja, was soll's. Schlägt einfach die Konstruktion fehl. Jetzt fehlt die Ecke hier, das kann ja nicht wahr sein, ja. Und wir müssen ja nicht alles 100% ausleuchten. Reicht schon so. Sonst haben wir nachher wirklich an jedem Poller was dran, ne, das muss ja nicht sein.
Ja, hier fehlen ganz klar ein paar Ressourcen. Hier wäre das eigentlich schon praktisch, ne, dass man hier noch so eine Säule dran macht, ne, mit Licht. Hier hinten ist gar kein Strom. Ja, dann könnte man hier auch noch eine, so eine Stromsäule machen. Nochmal ein paar Ressourcen. Wir müssen jetzt hier mal unbedingt die Schmiede weiterforschen. Was ist da los? Müsste jetzt geforscht werden. Da könnte ein Großhändler. Wer kann denn noch irgendwie forschen? Die anderen haben alle null. Achso, wir können nur drei forschen lassen. So, der nächste. Der war schon wieder am Schlafen. Ist er eigentlich, macht er was anderes außer Schlafen? So, weg mit dem Sektenfleisch. Weg mit den Sektengele. Weg mit der Schweinehaut. Weg mit der Hose, ich weiß, die haben nicht genug Geld. Aber ich guck mal, vielleicht kann ich ja noch irgendwas kaufen. Ein Orion-Uniform-Shirt. Sonst behalten wir die Insektengele. Oder wir bauen noch eine Hühnerproduktion. Wir könnten eine Hühnerproduktion aufbauen, ne? Dann bauen wir mal wieder hier unsere Hühnerproduktion auf. Das heißt, jetzt brauchen wir aber auch für die Tiere eher so ein paar Betten, ne? Aber es ist leider nur kein Stoff. Wobei, die Hühner haben ja auch hier solche Dinger gehabt, ne? Wir pflanzen ja einfach mal so ein paar hin. Einfach so. So. So, jetzt forschen die auch mal hier. Ah ne, die sind alle am Schlafen, ne? Außer Meister Dinom. Der braucht keinen Schlaf. Wenn es so weitergeht, müssen wir wieder Holz hacken gehen, ey. Hacken wir mal ein bisschen Holz. Brauchen wir danach nur unsere Träger wieder. Wobei, die sollen hier erstmal forschen, ne? Forschen ist wichtig. Was ist hier eigentlich mit Kunst? Wir haben noch einen Künstler. Ach so, wir haben das so gemacht. Verstehe.
So, jetzt machen wir noch den hier. Wir haben ja hier schon die ganzen Ressourcen, die der nutzen darf, eingestellt, ne? Dann machen wir das jetzt hier für die aber auch. Von mir aus darf er rotes Holz benutzen. Also erstmal alle Holzarten. Hier auf die Seite kommen alle Holzarten. Die andere Seite wird dann Steinblöcke machen. Himmelsstahl. So, das müsste bei denen ja auch so sein, ne? Ja gut, nur hier haben wir halt den Redwood raus. Dann nehmen wir den auch noch rein. Wir haben den ja hier eigentlich geblockt. Wir machen das so, dass die untere Reihe darf benutzt werden, der Rest nicht. Dass wir immer ein bisschen auf Reserve haben. Ja, jetzt waren wir mal am Duschen. Ein Puma. So, erstmal weg mit dem Insektengel. So, hat er denn noch irgendwas, was wir hier brauchen können? Wir haben eine Berserkerlanze? Wusste ich gar nicht. Die ist aber sehr viel wert, ne? Ein Skillbuch. Alter, 8000. Ein Skillbuch. Den Fernkampf. Forschen. Ein Cargo-Modul. Oh, so ein Exoskelett brauchen wir eigentlich für unseren Berserker. Wir brauchen eigentlich ja alles für unseren Berserker, aber wir haben nichts. Naja, müssen wir erstmal so mit hinkommen. Aber gut, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.